Hallo Mädels, ich habe wieder eine neue Variante der Nasse-Nass-Technik für euch. Und zwar hat die Melli ein komplettes Fullcover mit Sensation White bekommen. Dafür musste ich dieses Sensation White aber doppelt auftragen. Das heißt, ich habe erstmal eine dünne Schicht Sensation White mit dem kurzen Lackierpinsel komplett aufgetragen und einmal durchgehärtet. Ich habe euch jetzt hier nur drei Finger drin gelassen, weil das hätte das Video wieder unnötig in die Länge gezogen. Das brauchen wir nicht. Wie bei allen Fullcovern achtet ihr bitte darauf, dass ihr nicht in die Haut arbeitet. Das finde ich immer sehr wichtig, weil ich das sehr unschön finde, wenn Fullcover-Farben unsauber aufgetragen sind. Die erste Schicht habe ich komplett durchgehärtet und dann beginne ich Finger für Finger mit meinem Design. Also es wird nicht alles auf einmal gearbeitet, sondern jeder Finger einzeln. Es ist ein bisschen zeitaufwendig, aber wenn die Kundin das Design gerne möchte und wenn ich die Zeit dafür habe, und das habe ich eigentlich bei, ich habe ein paar Kundinnen, wo ich immer besondere Sachen mache, da plane ich dann die Zeit immer mit ein, dann mache ich das natürlich gerne. So, jetzt habe ich die zweite Schicht Sensation White aufgetragen. Und ich habe, wie bei den Stilettos, auch schon die Farbe Darkness genommen. Das ist so ein ganz, ganz dunkles Soak of Lila aus der So Polish Serie. Und das habe ich separat auf einem Trägerpapier, am liebsten eine diese Folie, wo die Schablonen draufkleben, gemischt mit Top Gloss. Das ist der Versiegler aus der Soak of Serie. Und damit mische ich mir so Flecken in verschiedenen Konsistenzen, also in ganz hell, in dunkel. Und genau diese Mischung tupfe ich mir dann in das Sensation White. Eigentlich nicht so gerne das Darkness pur, sondern immer mit dem Top Gloss gemischt, weil es dadurch einen viel schöneren Verlauf gibt. Und jetzt bei dem ersten Finger habe ich euch mal die komplette Zeit des Verlaufens mit drin gelassen. Ihr könnt jetzt richtig schön sehen, wie diese Flecken, die nach oben in das Weiß gehen, so richtig toll verlaufen. Und je länger ihr wartet, desto größer wird dieser Verlauf. Und erst dann wird der Nagel durchgehärtet. Dann wird mit dem zweiten Finger weitergearbeitet. Wieder die Schicht Sensation White auftragen und da, wo keine Farbe hin soll, da mache ich das Weiß ein bisschen dicker, also oben am Nagelwall und nach vorne hin viel, viel dünner, weil ich brauche ja den Verlauf. Und wenn ich das Weiß zu dick auftragen würde, dann wird der Verlauf nicht so schön werden. Als Pinsel benutze ich eigentlich für diese Nass-in-Nass-Technik mehrere auf einmal. Ich habe jetzt hier den Schlepper, den 3D-Pinsel, den Nail-Art-Pinsel. So, ich habe die alle da liegen und von Situation zu Situation nehme ich dann mal den. So, wie es mir halt dann in dem Moment oder wie ich es in dem Moment für nötig halte. Weil ich möchte ja jetzt
keine ordentlichen Flecken da drin haben, sondern wie man schön sehen kann, sind die eigentlich ziemlich unkoordiniert in das Weiß gesetzt. Das ist aber genau so gewollt, damit das halt so einen schönen Verlauf gibt. Um die nächste Schicht zu arbeiten, muss ich einmal nach dem Aushärten trocken mit einer Zillette abwischen. Aber macht das bitte nicht über das Weiß, also immer vom Weiß ins Dunkle, weil ihr sonst Schlieren in das Weiß bekommt von der dunklen Farbe, weil Zuckerfarben ja immer ausbluten. Jetzt nehme ich das ist eigentlich ein 3D-Pinsel für Acryl, den habe ich aber mal irgendwann, diesen hier habe ich mal irgendwann aussortiert. Der war ein bisschen, ja, da habe ich schon ziemlich lange mit gearbeitet und das ging nicht mehr. Für Gel geht das aber immer. Das ist ein Great Vision 4. Und damit setze ich jetzt mit dem Sensation White neue Flecken, also so Blütenblätter, so, dass sie sich gegenseitig nicht berühren. Das ist jetzt wichtig, weil mir sonst der nächste Verlauf durcheinander gerät. So, und jetzt habe ich wieder den 3D-Gel-Pinsel. Damit trage ich jetzt wieder meine Darkness Top Gloss Mischung auf und lasse die in diese weißen Blätter laufen. Setz mir dann in die Mitte noch dunkle Punkte. Also so, dass ich immer von dunkel nach hell einen Verlauf habe. Und immer dran denken, je länger ihr wartet, desto stärker wird der Verlauf. Also nehmt euch wirklich mal die Zeit und lasst die Farben einfach mal dahin laufen, wo sie hinwollen. Also nicht so schnell in die Lampe, sondern wirklich mal beobachten, wie es sich verändert. Und dann auch mal kleine Punkte setzen. Und wenn der Verlauf zufriedenstellend ist, dann wird auch diese Schicht wieder ausgehärtet. Dann kommt die nächste. Wieder mit dem Great Vision die weißen Flecken setzen. Nicht genau über die ersten, sondern so ein bisschen mittig. Und das gleiche mit dem Darkness und dem Top Gloss im Farbverlauf setzen. Und ich wechsle eigentlich immer so wild zwischendurch die Pinsel. Jetzt habe ich wieder den Schlepper. Jetzt nehme ich wieder den 3D-Gel-Pinsel. Ach so, diese Schicht habe ich auch ausgehärtet. Irgendwie ist mir das aus dem Video verschwunden. Und jetzt benutze ich das Arctic White Topping. Das ist ja immer so ein bisschen erhaben. Es ist eigentlich ein weißes, starkes Bildergel, aber ich mache da halt auch die Reliefsachen mit und die 3D-Blumen, die arbeite ich alle mit dem Arctic White. Und ich wollte jetzt hier so ein paar erhabene, ja, so Blütenlinien oder Blütenlinien einfach dazwischen haben zur Auflockerung. Und eine Blütenmitte setze ich mir damit auch noch. Und das sollte halt wirklich so ein bisschen dicker sein, weil man das hinterher fühlen sollte.
wirkt so ein bisschen wie so ein Stempel. So ein Blütenstempel. Auch das härte ich wieder aus. Und dann arbeite ich den nächsten Finger. Also immer ein Finger nach dem anderen. Flecken setzen. Warten, bis es schön verlaufen ist. Aushärten und die weißen Flecken setzen. Ihr könnt runde Blätter arbeiten, ein bisschen spitze Blätter arbeiten. Alles so ein bisschen unordentlich. Und immer von dunkel nach hell arbeiten. Also die Blütenmitte ist immer dunkler als der Rand der Blüte. Ich finde, diese Verläufe sehen richtig klasse aus, weil man weiß eigentlich vorher nicht, was es wird. Es zieht sich ja alles so von alleine und das sieht richtig toll aus. Und vor allen Dingen dadurch, dass wir ja diese Schichten übereinander arbeiten, fühlen wir das hinterher auch. So, und jetzt nehme ich nochmal von den, ich
habe ja mehrere Flecken gearbeitet auf meinem oder angemischt auf meinem Trägerpapier und ich nehme jetzt von der dunkelsten Mischung keine Purfarbe, sondern von der dunkelsten Mischung etwas an meinen 3D-Gelpinsel und konturiere nur so ganz, ganz leicht die Blütenblätter, dass man sie unterscheiden kann von den unteren. Also wirklich nur so ganz, ganz eben konturieren. Und wieder mit dem Arctic White so diese angedeuteten Blütenstempel rundherum. Für mich ist es einfach nur eine Auflockerung der Blüte. Hier seht ihr sie nochmal in groß, alles aushärten. Jetzt setzen wir noch mit Stardust ein bisschen Akzente. Ich wollte es eigentlich nicht, aber Melli wollte unbedingt noch Glitzer mit rein haben. Und da habe ich das Stardust von dem Soap Polish genommen. Aber nicht in die Finger oder auf die Nägel, die die Blüten haben, sondern wo ich halt keine Blüten gemacht habe. Das wird auch ausgehärtet und dann wird komplett die ganze Modellage mit Unisealer versiegelt. Natürlich wieder alle fünf auf einmal. Ich lasse euch nur nicht alle drin, damit es nicht langweilig wird. Ich hoffe, das Design hat euch Spaß gemacht. Melli war auf jeden Fall total begeistert von ihren Nägeln. Ich glaube, beim nächsten Mal gibt es wieder Nass in Nass. Und ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr vor allen Dingen dieses Design überall hin teilt, verbreitet. Da freue ich mich drüber. Und wenn ihr es nacharbeitet, da freue ich mich sogar noch viel mehr drüber. In der Facebook-Gruppe, die heißt YouTube-Gruppe Silviane Müller Nothing But Nails, glaube ich. So, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.